Eine Klinik in den Bergen im Norden von Laos. Hier werden die Opfer eines längst vergessenen Bombenkrieges behandelt. Dieser Mann hat im Garten ein Feuer gemacht und dann ist eine Streubombe explodiert. Dabei hat er seinen Arm verloren. Jetzt versuchen wir, ihm eine passende Prothese zu geben. Während des Vietnamkrieges war Laos das Ziel massiver US-Bombenangriffe. Der geheime Krieg unter Führung der CIA sollte die Versorgungsrouten der kommunistischen Rebellen in Vietnam abschneiden. Der laotischen Regierung zufolge wurden allein seit dem Ende des Krieges 20.000 Menschen durch die Bomben getötet oder verwundet. Dieser Mann wurde im Alter von 8 Jahren bei der Explosion eines Blindgängers verletzt. Heute setzt er sich für andere Opfer ein. 2015 hat sich unsere Organisation mit 46 Menschen getroffen, die im vergangenen Jahr von einer Bombe verletzt wurden und die keinerlei Hilfe erhalten haben. Diese Menschen brauchen Pflege und langfristige Hilfe. Anlässlich eines symbolträchtigen Besuchs von Präsident Barack Obama haben die USA dem schwach entwickelten Land nun deutlich mehr finanzielle Hilfe bei der Räumung zugesagt. Laos ist das pro Kopf am heftigsten bombardierte Land in der Geschichte. Ein Laote hat einmal gesagt, die Bomben fielen wie Regen. Bisher ist nur 1% des betroffenen Gebiets vollständig befreit vom tödlichen Erbe eines weit zurückliegenden Krieges.